Folge Nummer 41 von City Skylines. Ja, wir hatten letztes Mal hier noch geguckt, da haben wir ein Wasserproblem. Die unterste Pumpe kriegt wahrscheinlich kein Wasser. Oder ist es eher umgekehrt? Die unterste Pumpe, die oberste Pumpe kriegt wahrscheinlich kein Wasser, oder? Also da ist es erstmal knapp und jetzt sollen wir mal reingucken. Steht jetzt nicht, dass die kein Wasser kriegt, oder? Wasser und Abwasser. Sieht wohl so aus, als ob das passt. Da müssen wir jetzt aber noch eine Pumpe mehr hinsetzen. Geht die irgendwo hier so hin? Da. Dann bauen wir sie da hin, ne? Rohr, machen wir Warmwasser. Ja, guck. Will er nicht. Komm, dann geht sie dahin. Passt schon. So, jetzt müssten wir hier ein bisschen höher springen. Sieht doch gleich danach aus. Sind nicht mehr im gelben... Ach, das ist Heizung. Heizung ist verkehrt. Wir brauchen Wasser. Ah, da ist der Satz nach oben gegangen. Sollte jetzt kein Problem mehr sein mit dem Wasser. Gut. Industrie ist ein bisschen gefragt. Haben wir rein theoretisch hier noch ein Industriestück, ne? Wo fahren die lang? Da fahren die lang. Das ist auch eine Sackgasse, ne? Ja. Die würden dann hier irgendwo langfahren. Ist schon ganz schön viel Verkehr dann los, dass die da langfahren können. Aber ist halt so, ne? Ja, komm. Machen wir mal ein bisschen hier vorne auf jeden Fall hin. So, gucken, was daraus wird. Hier hinten hatten wir aber auch noch ein Industriegebiet, oder? Ja. Hier fehlen Arbeiter. Und das Industriegebiet wäre dann noch hier zu setzen. Würde ich jetzt einfach mal so machen hier, ne? Passt schon. Gut. Ja, hier fehlt es an Strom. Wie sieht das mit dem Strom hier aus? Okay, keine Verbindung nach da, deswegen fehlt da auch Strom, oder? Achso, die MVA produziert hier Strom. Das heißt, wir müssen uns gerade überlegen, was wir dazwischen noch pflanzen. Industrie ist direkt hier runter. Ja, komm, dann bedeutet das, dass wir hier vielleicht mal gerade so die Länge darüber machen. Dann ist das da auch mit verbunden, oder? Nochmal Strom bitte. Wenn da eine Verbindung ist... Geht sie da lang, geht sie da lang, geht sie hier lang. Aber wir haben keine Verbindung von hier nach da unten, ne? Das wäre dann vielleicht noch sinnig zu tun, oder? Ich würde jetzt auch von hier nach da unten ziehen. Dann wird das schon, oder? Die brauchten jetzt extra, ne? Ist klar. Da hat einer gebaut, das bedeutet, das ist geschlossen, genau so ist es. Da sollte auch kein Stromproblem mehr sein. Was hier jetzt aber ein Problem ist, noch ein bisschen abreißen hier. So sieht es besser aus, oder? Hier ist alles im grünen Bereich. Hier unten ist ein Dingens... Ein Friedhof, der geräumt werden muss. Haben wir hier noch was zum Abreißen? Sieht eher weniger hier so aus, ne? Hier läuft's gerade. Da fehlt Wasser. Ah, knapp von neben, knapp daneben. So, dann meckert er nicht mehr, oder? Ne. Da ist Raubüberfall gesagt. Noch ein paar Tote, die nicht durch die Gegend kommen. Hier müsste der Müll noch weggeräumt werden, aber alles minimal, sag ich mal, ne? Hier ist... Was ist denn das? Die Stromleitung da mittendrin, oder wie sehe ich das? Ja, die braucht auch keiner da mehr, oder? Die können wir abreißen, weil wir da zwischenzeitlich gebaut haben. Genauso wie hier eigentlich dieses Stück. Kannst du auch abreißen. Das Stück brauchen wir allerdings noch.
Ja, was sind darum so dunkelblau? Haben die besonders viel Strom? Ah, es ist eine MVA, deswegen okay. Denen geht der Strom bestimmt nie aus. Hier oben haben wir noch ein Problem. Das ist ein Friedhof, der geräumt werden muss. Und wir sollten da noch mal reinschauen, ob wir da nicht. Warte, machen wir erst die Friedhöfe an. Wir haben da einen, wir haben hier einen. Ne, wir haben da sogar zwei. Okay. Hier ist einer. Da sind auch wieder zwei. Hier ist einer zu viel schon hingekommen. Definitiv, wir sollten da nicht Friedhöfe nur bauen, sondern wir sollten da Dingens bauen. Sag schon. Krematorien. Wahrscheinlich einen weiter, da ist es. Also hier sieht es alles gut aus. Hier sieht es gerade besonders schlecht aus. Sollten wir hier ein Krematorium bauen? Würde sich auch gerade hier sehr gut tun, ne? Hm. Würde ich jetzt hier irgendwo hinpflanzen wollen? Wenn ich es hier hinbaue, geht es schon bis da. Das wird mal irgendwann abgerissen, dann bringt mir das nicht ganz viel, weil wir das Stück ja dazwischen kaufen. Es muss hier an diese Straße halt hin, ne? Kriege ich das so hin, dass nur ein Haus wegkommt? Also hier, aber da kann auch eine Straße, wollen wir da ja noch reinbauen, ne? Ja. Dann lass uns das doch mit der Straße hier einfach mal gerade machen. Die geht dann hier über den Berg. Warte, wir machen mal eine krumme Straße daraus. Die dann nachher hier so hingeht erstmal, oder? Mach mal so. Und dann. Ah, da hat es ein ganzes Stück, wo gar nichts passieren kann. Naja, dann ist das halt so. Dann das Krematorium haben wir schon und das kann dann um die Ecke. Ach Gott, das ist nicht aufgeschüttet, da ist eine Brücke gebaut. Das will ich aber gar nicht. Das ist ja voll doof, oder? Das geht ja gar nicht. Ich mach das nochmal weg. Dann baue ich die Straße lieber noch ein bisschen anders. Mit einer Brücke, ey, kaum zu glauben, oder? Machen das mal so. Aber warte mal. So, jetzt bauen wir die hier noch runter. So, komm noch mal hier ran. Und da geht's dann immer, ne? Da läuft ja wieder richtig gut, oder? Das heißt, das letzte Stück reißen wir nochmal besser weg. Und probieren es dann nochmal. So ist schon gut, oder? Haben wir hier noch ein schönes Bezirk hingekriegt. So, das Krematorium war jetzt das Ding, was wir bauen wollten. Und das kommt gleich hier hin. Warte mal, da ist es noch so. Dann. Wenn es da ist. Da ist noch grün.
Ist noch grün. Da ist es auch noch grün und geht auch überall rein grün. Dann würde ich es dahin bauen. Dann ist der ganze Bereich, den wir da bauen würden, auch abgesegnet. Und was haben wir hier für ein Wohngebiet? Da ist Dingens. Ja, können wir so lassen, denke ich mal. Und gucken zu. Achso, warte mal. Bevor wir das alles wieder machen, sind erstmal Straßen oder Radwege, Wege dran, ne? So, das haben wir. Zu dem Kreisverkehr bringt es uns jetzt gar nicht viel, ne? Weil da ist gar kein Weg dran, ne? Ne, das geht nicht. Ne, dann reißt du mir das Haus ab, das wollte ich wohl nicht. Halt, stopp, da war der ideale Punkt, war da gerade der. Also den können wir hier definitiv wegreißen. Der braucht es uns nicht. So, hier haben wir eine Verbindung. Dann ist da eine Verbindung. Dann können wir hier auch noch eine bauen. Hier gibt es auch noch so einen schönen Weg. Parkweg mit Dekoration. Was ist das? Pflasterweg. Fahrradstraße. Ja, eigentlich ist so ein Parkweg ja auch ganz cool, oder? Da bringt's nix. Und da geht noch was. Guck mal, das ist doch auch cool. Da haben wir, da haben wir. Dann könnte man noch. Ne. Von da nach da einen Weg machen. Das ist auch cool. Und dann würde ich noch da noch einen Weg machen. Sehr gut. Und den haben wir schon gebaut. Und hier müssen wir mal später auch noch einbauen. Warte mal, dann machen wir gleich schon hier den richtigen Weg so, ne? Mal gucken, wo der dann später hinkommt. Weil hier kommt dann noch eine Straße lang. Ich weiß noch nicht, wie genau. So, dann haben wir das. Und dann ist es hier auch schon so fast zu... Ne, das wollten wir nicht. Können wir noch ein paar Einfamilienhäuser basteln, ne? Die Fläche lassen wir frei für andere Gebäude noch. Ah, hier hat schon einer gebaut. Ah ne, das ist Krematorium, okay. Dann mach da mal eine niedrige Dingens neben. Hier an dieser Kreuzung sozusagen, ne? Kiosk. Können die da noch ein paar Brötchen holen und sowas. Eine Grundschule macht hier natürlich dann auch noch Sinn. Wie, die deckt nicht das Ganze ab? Hey, du glaubst es nicht, wie wenig Einzugsbereich die Grundschule hat. Also da ist ja schon fast nichts mehr, ne? Ja komm, dann machen wir sie hier hin. Das sieht noch am besten mit aus. Und dann noch hier, oder? So, oder? Ja, dann kannst du sie auch auf der Seite machen, wo sie hier gerade passte. Also da ist ja noch zu da verbunden. Also hier geht es ja fast schon optimal, ne? Komm, zack, noch eine Grundschule. Was haben wir hier? Oberschule. Gibt es hier eine Oberschule? Da. Das würde bedeuten, hier würde auch eine Oberschule Sinn machen, ne? Die kriegt noch nicht mal alle Bereiche abgesegnet. Da
Da auch nicht. Hier, da sieht's gut aus. Zack. Haben wir's. Ja, Bushaltestelle, ne? Da gibt's kein Wasser. Dann machen wir erst das Wasser. Okay, da fehlt eine Reihe Wasser. Haben wir? Haben wir. Passt. So, dann haben die auch Wasser. Gesundheitstechnisch brauchen wir noch eine Arztpraxis. Ah, nehmen wir die. Ja, alle kann man nicht erreichen. Ich mache sie dahin und fertig ist. Müll geht hier auch nicht. Ins Ende rein. Da wird es ein Müllproblem geben auf Dauer. Das werden wir dann irgendwo hier lösen müssen wahrscheinlich, aber nicht in dem Bezirk selber. Wie sieht es hier mit aus? Ja, das hatten wir ja abgedeckt. Feuerwehr. Gibt es hier gar nirgendwo. Ganz schlecht. Komm, dann geht die Feuerwehr ja auch noch irgendwo rein. So geht, dann geht sie dahin. Ich dahin gehe. Ist sie noch mit am besten, ne? Komm dahin. Feuerwehr haben wir auch, da fehlt jetzt ein bisschen Strom. Das heißt, wir machen noch ein bisschen Wohngebiet hier. Haben wir's. Sollte dann werden, oder? Gut. Arzt haben wir. Krankenhaus, Friedhof. Haben wir Krematorium. Wie ist mit hier Polizei? Die ist gar nicht so weit verbreitet. Ja, brauchen wir gar nicht. Hier ist alles im grünen Bereich. Wie sieht es hier unten aus mit Polizei? Hier haben wir auch keine. Gut, das heißt, das geht. Schule hatten wir. Bus. Dann sind wir erst durch, oder? Strom ist jetzt sogar schon da. Straßenmeisterei wäre noch sinnig. Also. Was war das? Straßenmeisterei? Ne, wir wollten das Schneedepot haben, aber das wird ja fast sogar hier bis ins Ende gemacht. Also das lassen wir. Der fährt so oder so da wahrscheinlich lang. Lassen wir mal so, oder? Die sind alle gut vernetzt. Strom ist auch noch genug da. Passt also. Haben wir es erst, oder? Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal so. Wie weit sind wir denn von unserer neuen Errungenschaft weg? 26,3 von 30. Also geht einigermaßen. Wasser ist gut. Abwasser müssen wir noch ein bisschen im Auge behalten. Wahrscheinlich müssen wir das als nächstes da irgendwie was bauen. Müll. Sieht ganz gut aus. Dann haben wir Lernen. Da brauchen wir nichts. Hier brauchen wir was. Da haben wir eine Schule. Hier haben wir auch eine Schule. Da war eine Oberschule, die jetzt auch hier ist. Ja, da ist eine. Da ist eine. Da ist auch noch eine Oberschule und da ist auch eine. Okay, das verteilt sich hier allerdings nicht. Vielleicht sollten wir da nochmal eine Oberschule hinbauen. Das war eine Grundschule. Das war eine Oberschule, die ziemlich groß ist. Da müssen wir nochmal überlegen. Aber wir müssen hier drüben auch noch was reinbauen. Ne? Ich weiß gar nicht, warum wir da so direkt gegenüber was gemacht haben. Dann müssen die da reinfahren. Wäre aber wieder eine Kreuzung mehr. Ist auch ziemlich doof.
würde jetzt mal sagen, das ist besser, wenn wir das so machen, oder? Und dann machst du es mal so. Machst es mal so. Machen wir nur noch da. Und dann machen wir hier noch eine Straße hin. Mach die mal so dahin. Dann schwenken wir darauf um. Die muss jetzt so rum. So passt's. Und das bleibt die Sackgasse. Und hier machen wir das so. So oder so machen. Und hier machen wir das so. Dann haben wir da auch ein so wunderbares Gebiet gemacht, oder? Und hier müssen wir nur gucken, dass es groß genug ist. Ja, was wollten wir hier machen? Weiß ich nicht mehr, aber wir kümmern uns in der nächsten Folge darum, denke ich mal, ne? Ja, wir hatten gesagt, diese Kreuzung muss da gegenüber liegen, damit das funktioniert, ne? Genau so war's. Und der Grund dafür weiß keiner mehr. Ja, keine Ahnung, warum. Was war zuletzt? Schule? Nee, da war... Doch, Schule war schon richtig. War kein nix zur Ausbildung da. Das war das Problem. Selbst eine Grundschule fehlt da ja. Da ging sie doch gerade eben, oder? Ja. Dann ist die Frage, wurde da eine Grundschule hinsetzt? Eigentlich da, ne? Weiß ich nicht. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an mit der Grundschule. Hier gegenüber müssen wir definitiv auch noch die Radwege oder Fußwege machen zur Verbindung. Das kriegen wir aber alles in der nächsten Folge hin. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.